Guten Tag und willkommen zurück hier bei Cuphead. Ich habe alle Level auf Pacifist durchgespielt und jetzt hat diese Schildkröte uns etwas Neues zu sagen. Ah, ihr habt zum Pazifismus gefunden. Ich bin echt beeindruckt. Jetzt müsstet ihr die Welt in neuem Licht betrachten können. Geht in Frieden. Bravo, dafür gibt's ein paar Boni. Im Optionsmenü warten neue Ansichtsmodi und Audio-Modi auf euch. Alles klar, dann schauen wir da direkt mal rein. Audio. Ah, Klassik-Modus. Was ist das? Okay, einen Moment. Ich switch mal eben um. Und zwar... Achso, hier, die ganzen Level habe ich auch übrigens auf einen A-Rang gespielt. Damit wir es auch schon mal fertig haben. Hier unten den Roboter-Typen auch. Und ich kann euch sagen, hier diese Meerjungfrau, die war schlimm. Also, die war krank brutal. Boah, ich bin froh, dass ich das hinter mir habe. Und ja, jetzt switchen wir zur normalen Musik um. Damit wir den Unterschied hören können. Okay. Ah, okay, das hört sich einfach mehr Vintage-Style an. Ne? So, hier. Schallplattenspieler-mäßig. Ihr wisst schon. So, Grafik. Overscan hellig. Ach, hier, Filter. Schwarz-Weiß und keiner. Das ist cool. Das ist cool. Aber wir gehen wieder in den normalen Modus. Und, oh shit. Okay, ja gut, das hat jetzt ein bisschen in der Aufnahme rumgespackt, aber nicht schlimm. Zum Glück nicht schlimm, ist alles so wie vorher und jetzt können wir mit einem richtigen Level weitermachen. Geisterexpress in Schienenzorn. Let's go. Und ich kann mich noch gut an diesen Boss erinnern. Der Jäger wird uns hier echt gut bei weiterhelfen. Aua, scheiße. Oh, Moment. Ach nee, okay. Mir ist gerade eingefallen, dass wir noch die Bonus-HP haben. Das habe ich gemacht, um auf ein A-Rang spielen zu können. Aber ich glaube, wir lassen das sogar drin. Weil, keine Ahnung, irgendwie finde ich die Rauchbombe jetzt ziemlich useless. Ja, als ob, komm. Lass mich doch die Karte benutzen. Oh, Moment mal. Ja, okay, ein Moment. Mir ist gerade auch wieder eingefallen, dass ich immer noch hier die Supercons 2 habe. Und ich würde auch gerne mal den Riesengeist zeigen, also mache ich das doch direkt mal. Ich wäre jetzt eigentlich zu Supercons 1 gegangen. Aber, wie gesagt, ich würde gerne mal die andere zeigen. Die Superkunst 3 würde ich gerne mal zeigen. Oh, Alter. Was eine Kombo. Oh, oh, oh. Holy shit. Okay. Ja, schön. Schönes Ding. Und ich glaube, ich zeige euch das einfach mal. Wenn man nach rechts moved, moved der Geist nach rechts. Wenn man nach links moved, moved der Geist auch nach links. Und wenn man das lange genug hinbekommt, den, ach scheiße, den zu steuern, dann kann man halt ordentlich Damage machen. Und ich weiß nicht genau, was passiert, wenn man das Herz trifft. Oh, okay. Wir stehen sogar direkt richtig. Schön.
weiß nicht genau, was passiert, wenn man das Herz trifft. Aber ich gehe mal davon aus, dass man vielleicht den Geist wieder reviven kann. Stimmt das? Ich weiß es nicht. Aber ist auch vollkommen egal. Komm, hau ab. Was machen wir jetzt? Ach ja, genau. Jetzt wechseln die Seite, ne? Okay, wir müssen hier rüber. Oh, scheiße. Wir müssen doppelt. Wir müssen doppelt rüber. Ah, nochmal. Nochmal rüber. Schön. Okay, wunderbar. Nein, ah, da habe ich mich dumm treffen lassen. Aber, hey, wir haben die Bonus-HP, wir können uns das erlauben, wir wurden jetzt dreimal getroffen. Und das ist schon verdammt easy, oder? Das ist schon verdammt easy mit den Bonus-HP. Gut, kann natürlich auch sein, dass ich jetzt noch fail. Klar. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Ja, das war's. Und ich habe 2 Achievements freigeschaltet. Alles klar. Geil. Sogar A-. Ey, Leute. Geil. Damit brauche ich diesen Boss nicht noch einmal spielen. Cool. Und jetzt geht's rein in das Casino. Tintenfass Hölle. So, und wir können nicht hier rein. Hier ist der Teufel, glaube ich. Hier wartet er auf uns. Aber wir müssen erst zu König Würfel. Würfelpalast in Alles ist möglich. Und es gibt sogar keinen leichten Schwierigkeitsgrad, den man auswählen kann. Okay. Sieh mal einer an. Ihr habt es tatsächlich geschafft, aber euretwegen habe ich eine Wette verloren. Und deswegen lasse ich euch auch noch nicht zum Boss. Zuerst spielen wir ein kleines Spielchen. Na, okay, wenn du meinst. Und Leute, ich schwöre, ne? Der Jäger und die Kartätsche zusammen sind so krass geil. Okay, Health up. Schönes Ding. Und hier die Viecher, keine Ahnung, was die nochmal machen. Au. Okay, das macht sie. Ach, das Whiskyglas, das kippt sich aus. Und das Martini-Glas, sag ich jetzt mal, das kann eine Olive entsenden. Und diese nervt uns dann. Alles klar. Ja, okay. Ist easy, der Boss. Wenn man ein bisschen auf die Moves achtet, dann kriegt man es echt gut hin. Einfach, wenn da die Flasche Faxen macht, einfach kurz hier rüber moven. Zack. Easy. Knockout, sehr schön. Und jetzt brauchen wir eine 3. Nein, ah, fuck, das habe ich verkackt. Ich wollte eigentlich direkt draufschlagen, aber es hat nicht funktioniert. Tja, und jetzt muss ich hier gegen die Zigarre antreten, die gar nicht mal so leicht ist tatsächlich. Aber ich sollte es eigentlich hinbekommen, scheiße. Oh, Moment. Ich habe hier den Geist, den ich aktivieren kann.
Oh, und wir können das Herz parryen. Okay. Aber es revived ihn nicht. Ey, das wäre mega geil, oder? Wenn es den Geist reviven würde. Boah, Alter. Das war knapp. Aber ich hab's rüber geschafft. Okay, schön. Schöner Wechsel. Komm, so langsam ist auch mal gut. Mach jetzt Schluss hier. Hallo. Sehr schön. Und die Zigarre wird ausgetreten. Geil. Okay, jetzt brauchen wir eine 1 und danach eine 3. Das ist natürlich hart fail. Oh, ich bin eigentlich gut in solchen Timing-Sachen, aber irgendwie kriege ich es gerade absolut nicht hin. Mann, ey. Boah, Alter. Ja, okay, scheiße. Ja, da kann ich auch ganz normal drüber springen. Bin ich selber schuld, wenn ich dashe. Ja, und irgendwie ist der Geist hier echt scheiße, kann das sein? Bei dem. Weil man muss die ganze Zeit nach rechts moven und kann eigentlich nicht wirklich nach links. Okay, aber das war's. 3 HP haben wir noch übrig. Schmeckt. Okay, dann würde ich tatsächlich gerne 2 machen. Ach Mann, ey. Ich krieg es nicht hin. Ich mache mir das hier so extrem schwierig. Gibt's nicht sogar ein Achievement dafür? Boah, Alter. Gibt's nicht sogar ein Achievement dafür, den Boss nee, anders hat. Ja, ich lass mich gerade mega unter Druck setzen. Gibt's nicht sogar ein Achievement dafür, alle Bosse zu besiegen? Ja, was? Ja, okay. Scheiß drauf. Nochmal neu. Und diese Scheiße dauert so lange, ne? Ich habe eigentlich nicht wirklich viel Zeit, also lass uns die Kacke jetzt hinter uns bringen. Komm, let's go. Oder Chip. Ach, die. Die Herzen sind immer an einer anderen Stelle. Okay. Na gut. Dann halt so. Scheiße. Ja, ist aber auch gemein. Oder es ist nicht. Es ist schon einfach, aber es ist nicht extrem einfach, leider. Es ist nicht so einfach, wie ich es haben könnte mit der Rauchbombe. Die Rauchbombe wäre halt echt geil, weil ich dann einfach da durchdashen könnte. Und ja, manchmal ist die Sprunghöhe halt kacke. Aber egal. Haben es geschafft. Und wir sind safe hier. Komm, lass uns 3 machen. Schönes Ding. Health up. Was ist mit dem Geschenk? Ach du Scheiße. Okay, ja, okay. Passt. Nein, was? Oh, okay, okay, okay. Ich muss aber auf die Geister achten, die da sind. Die fliegen nämlich nach oben und versuchen mir Damage zu machen. Oh, okay, das war's aber schon. Na gut, na gut. Passt.
Dann lass eine 2 oder zumindest eine 1. Schön. Alles klar. Mhm, passt. Boah, Alter. Ja, schön. Ja, komm, kriegen wir. Kriegen wir. Und jetzt hauen wir auch mal die Ulti raus. Ja, okay, schade. Die Ulti ist leider weg. Oh. Ach, damit können wir sogar die Chips umdrehen. Aber es reicht zu parryen. Und dann einfach drüber zu sprinten. Ja, okay, dann machen wir es so. Dann machen wir es auf ganz sicher. Und, ja. Passt. 5 HP. Easy. Jetzt eine 3 und dann eine 2 oder eine 3 und dann passt. Nein, was? Nein, nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Bitte nicht irgendeinen asozialen Scheiß. Okay. Okay, passt aber. Passt. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Komm, hau ab. Du bist down. Sehr schön. Alles klar. Ich glaube, die Ulti heben wir uns nochmal für den Königwürfel auf. Komm, jetzt eine 2. Aber das darf ich nicht verkacken. Boah, Alter. Jawohl, schön. Ja, komm. Jetzt eine 2 oder eine 3. Nach der 1. Schön. Und jetzt hauen wir die Ulti raus. Was zum Teufel, Mann? Was? Wie soll man sich denn hier nicht treffen lassen? Okay, er ist sowieso down. Alter. Also noch einen Anlauf hätte ich mir nicht erlauben können. Zeittechnisch. Das ist ein A-. Ja, okay. Ich habe alles geschafft. Ich habe die Zeit gut gemacht. Ich habe gut geparried. Meine Abilities gut eingesetzt. Und ja, anscheinend reicht das. Für ein A-. Da haben wir die goldene Fahnenstange. Und beim nächsten Mal geht's dann auf zum Teufel. Nicht verpassen, Like da lassen, abonnieren und kommentieren. Bis demnächst und ciao. Well, Cuphead and his Pelmug man, they like to roll the dice. By chance they came upon a devil's game and gosh, they paid the price. Paid the price.